Ja, hallo Annenbost, die Kulturtipps für den Juli im Annenviertel. Der Juli ist ja das klassische Urlaubsmonat, deswegen ist das Kulturprogramm etwas weniger dicht als zum Beispiel im Juni. Die meisten Ausstellungseröffnungen waren ja auch bereits im Juni. Deswegen gibt es tolle Ausstellungen anzusehen in verschiedensten Institutionen, aber weniger Öffnungen. Eine Sache, die auf jeden Fall interessant ist, ist am 1. Juli die 30 Jahre Feier des Grazer Kunstvereins. Die beginnt am Maria-Hilfer-Platz und führt dann durch die gesamte Stadt. Da werden zwei mexikanische Künstlerinnen eine Art Berchtenumzug organisieren und wir sind natürlich schon alle gespannt, wie der mexikanische Blick auf steirische oder österreichische Brauchtümer da ausfällt. Am 2. und 3. Juli zeigen die Raabtal-Tierchen ausnahmsweise kein Theaterstück, sondern sie folgen einem selbst auferlegten Bildungsauftrag und der Female History machen sie Vorträge über interessante Frauenbiografien. Das Ganze findet im Landloft statt und ist sicher auch sehr unterhaltsam und interessant. Am 5. Juli, wir stehen hier im Hof zwischen Kunsthaus und Haus der Architektur, ist der dritte Teil unserer Sommerkinoserie. Da zeigen wir einen Film über Lina Bobardi. Das ist eine italienischstammige Architektin, die in Brasilien gearbeitet hat. Und das ist eine Dokumentation über ihr Werk. Das ist sicher auch ein ganz feiner Abend und außerdem ist es sehr gemütlich hier. Und für die Romantiker und Liebhaber von Singer-Songwriter, der William Fitzsimmons, der ist am 20. Juli in der Postgarage. Das ist eine Veranstaltung von Indie Department und FM4. Und ich glaube, das ist auch sehr schön für angenehme Sommerabende im Juli, diese einschmeichelnde Musik, die auch aus Grey's Anatomy bekannt ist, angeblich. Ja, das wäre es von meiner Seite. Viel Spaß im Juli.